Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe Ihres MV1 Magazins, mal wieder präsentiert aus der Mecklenburgischen Seenplatte. Heute befinden wir uns ganz konkret in der Nähe eines kleinen Ortes namens Großvielen, gelegen zwischen Neubrandenburg und Wahren-Müritz, und überall hier in der Region, wo es Rapsfelder gibt, bietet sich einem dieses wunderschöne Bild, wie es hinter mir zu sehen ist. Ja, und das erwartet Sie heute in dieser Ausgabe. Volkstheater, wer hat den Hut auf? Windkraft, Zukunftskonferenz in Rostock. Schatzsuche, unterwegs mit der Molly. Leistungsausbau, eine Stromtrasse wird erneuert. Außerdem haben wir für unseren Blickpunkt MV wichtige Events in Mecklenburg-Vorpommern besucht. Das Gerangel um Sevan Lacinian, den ehemaligen Intendanten des Rostocker Volkstheaters, macht der Hansestadt keine Ehre. Doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Erneut soll die Bürgerschaft beantworten, wer hat hier den Hut auf. Es ist zu einer traurigen Gewohnheit geworden. Vor der Bürgerschaftssitzung werden auf dem Rostocker Neuen Markt die Plakate hervorgeholt, eine Bühne aufgebaut, versammeln sich wütende und enttäuschte Bürger. Die Bürgerschaft sollte am Mittwoch darüber entscheiden, ob Sevan Lacinian als Theaterintendant zurückkehren darf und wo ein Theaterneubau entstehen könnte. Ein Neubau aber wahrscheinlich eben nicht mit allen Sparten. Lacinians Entlassung verschärfte den Überlebenskampf der Kultur noch. Die Initiative Volkstheater will dieses Mal zeigen, wie mächtig oder eben auch machtlos die Rostocker in diesen Angelegenheiten sind. Also wir lassen zwei fiktive Parteien gegeneinander antreten, nämlich zum einen die Initiative Wir haben den Hut auf, die für Demokratie und für den Erhalt des Theaters und des Intendanten stimmt, und als Gegenpartei Bromese, fiktiv Brotkorb Metling Sellering, die eben ihre eigenen Ziele verfolgen. Auf der Bühne Volkstheaterregisseurin Sonja Hilberger als Vertreter von Bromese. Sie gibt den Roland Metling. Tja, lieber Bürger, Sie vertragen die Wahrheit gar nicht. Sie sind doch gar nicht imstande, der Politik zu folgen, mitzuhalten, mitzudenken. Sie haben gar nicht die Kompetenz und den Sachverstand, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Sie sind nur dazu fähig, abends vor der Glotze zu meckern und zu maulen. Hilberger hat in Rostock studiert, war in 20 Jahren mehrfach am Theater engagiert und weiß ganz genau, was die Spartenschließung für das Theater bedeutet. Wenn zwei Sparten gekürzt werden, das bedeutet perspektivisch, wenn man nur eine Philharmonie hat, die nur noch 40% ihrer Aufgabe hat, weil 60% der Aufgabe der Philharmonie ist, auch Oper zu spielen und Musical und sowas und andere Aufgaben zu übernehmen. Und wenn man dann das Schauspiel noch hat, dann bleibt nicht mehr so viel übrig. Also die Synergien, die so ein Haus bilden kann zwischen Tänzern, Orchester, Musikern, Schauspieler, Sänger, das ist alles nicht möglich. Und es werden auch die Leute in der Stadt fehlen. Das ist ein Riesenunterschied. Die Rostocker sollen wählen. Hut aufhaben oder Bromese? Ein Blick in die versammelte Menge genügt, um das Ergebnis erahnen zu lassen. Für die 280 Angestellten des Volkstheaters ist das hin und her eine endlose Zerreißprobe. Wir verhalten uns alle professionell und die Leute arbeiten und machen das, wie sie es immer machen, mit Herzblut, weil sie es für die Sache machen. Deswegen sind sie in dem Beruf ja. Aber dieses hingehalten werden ist natürlich für alle sehr kräftezehrend. Ich kenne kein Theater, was in einem so schlechten Zustand ist. Und es ist in dem schlechten Zustand, weil es von der Stadt nicht gepflegt wird und weil es noch nicht einmal ein festes Wort gegeben hat. Wir stehen zu diesem Theater und wir wollen das. Und das ist für die Mitarbeiter, die da arbeiten, eine Katastrophe. Und das, was jetzt passiert, ist noch eine viel größere. Und das merkt man natürlich auch, wenn man da ist. Die Bürgerschaftssitzung naht. Schon vor Beginn eine Überraschung. Oberbürgermeister Roland Metling und Bildungsminister Matthias Brotkorb haben sich am Vortag auf eine Zielvereinbarung zwischen Stadt und Land geeinigt.
Naja, die heutige Sitzung fängt ja schon vor Sitzungseröffnung spannend an, indem die Zielvereinbarung unter seinem vom Kultusminister und Roland Mädling bezüglich der Umsetzung oder der näheren Untersetzung des 2+2-Beschlusses, so heißt er ja, zum Volkstheater Rostock gerade vorgelegt wurde. Also ich habe sie noch nicht lesen können und andere sicherlich auch nicht. Und darüber hinaus ist natürlich eben die große Frage, wie mit dem Widerspruch zu dem Schicksal von Herrn Lacinian von der Mehrheit der Bürgerschaft umgegangen wird. Also man darf vielleicht zuversichtlich sein und ich finde eben auch, man muss jetzt eben doch auch vernünftig bleiben und eine Chance geben, um die Angelegenheit konstruktiv weiter zu begleiten und jede Form von Hängepartie jetzt auch vermeiden. Gemäß der neuen Vereinbarung steuert das Land bis zu 25 Millionen Euro zu einem Theaterneubau im Stadtzentrum bei. Das neue Theater soll in 7 Jahren fertig sein. Lacinian wird neu berufen, gegen den Widerspruch Mädlings. Aber für den Neubau soll das existierende Theater sparen. Eigenes Musik- und Tanztheater wird also trotzdem gestrichen. Wird der neue bzw. alte Intendant das noch mittragen? Entschieden haben es Bromese. Die Hüte waren eben doch nur symbolisch. Am 14. April diesen Jahres gab das Energieministerium bekannt, die Offshore-Windparkpläne werden deutlich zurückgefahren, um ganze 2/3. Was das für die Energiewirtschaft, die Investoren und Unternehmen bedeutet, darüber wurde auf der Zukunftskonferenz in Rostock diskutiert. So soll es aussehen in Graal-Müritz, Warnemünde, Prerow und Kühlungsborn. Im April gab Energieminister Christian Pegel die neuen Windparkpläne bekannt. Es werden jetzt etwa 2/3 weniger Türme gebaut als geplant. Mehr als 2000 Eingaben wurden gesammelt. Fischgründe, Schifffahrtswege und touristische Sichtachsen machten 3 der 6 Parks schließlich unmöglich. Nun wurde in Rostock die Zukunftskonferenz Wind und Maritim 2015 abgehalten. Mehr als 350 Branchenexperten aus der Energiewirtschaft, auch aus Nachbarländern angereist, diskutierten den aktuellen Stand der Energiewende. Wir sind uns darüber klar, dass Deutschland die Energiewende braucht. Wir setzen darauf, das ist eine große nationale Anstrengung und da müssen wir jetzt auch weiter zusammenhalten. Aber wir sind in einer Phase, wo wir eben auch merken, dass das bedeutet, dass wir viele Windräder neu bauen, dass wir an der Küste Windparks machen, dass man von der Küste aus Windparks sieht, ungefähr in der Größe von Streichholzschachteln, aber immerhin, darüber wird diskutiert. Und jetzt muss es darum gehen, ganz deutlich zu machen, wir setzen auf die Chancen, wir werden nicht jedem Protest nachgeben können, wir setzen auf die Chancen, weil das die wirtschaftliche Entwicklung des Landes garantiert. Mehrere Milliarden Euro Einnahmen fallen durch die Reduzierung der Pläne weg. Aber das Wind Energy Network, Veranstalter der Konferenz und größtes Branchennetzwerk in Deutschland, lässt sich seinen Optimismus nicht nehmen. Was die Investitionen angeht und was das Marktpotenzial und damit auch die Marktattraktivität angeht, natürlich weniger als in der Erwartung, aber das heißt ja nicht, dass wir jetzt nicht konstruktiv versuchen werden, das, was jetzt an Kulisse vorhanden ist, dann auch positiv zu sehen und umzusetzen. Die Ausbauziele erreicht Mecklenburg-Vorpommern trotzdem, das steht für Energieminister Christian Pegel außer Frage. Wir haben die Dinge, die bis 2020 seit vielen Jahren kommen sollten, weiterhin in der Pipeline, die kommen. Daran haben wir ja nichts geändert, sondern wir haben mit unserer Planung immer geschaut, was kann nach 2020 in den 20er Jahren an weiteren Offshore-Windparks in unserem Küstenmeer möglich sein. Haben dafür einen ersten Entwurf aufgestellt, haben immer gesagt, dass wir ergebnisoffen auf die vielfältigen Hinweise und Anregungen gucken werden, die im Rahmen der Beteiligungswellen kommen. Genau das haben wir getan und haben aus den zunächst 6 vorgeschlagenen Bereichen noch 3, die wir im zweiten Entwurf nach Abwägung der vielen Hinweise weiterhin berücksichtigen, nämlich vor Warnemünde, vom Darß und vor Hiddensee. Und gehen davon aus, dass wir damit auch für die 20er Jahre eine kluge, sinnvolle, weitere Pipeline präsentieren können, die aber nochmal ganz ausdrücklich formuliert eben auf das obendrauf kommt, was ohnehin aktuell gebaut wird, nämlich Baltic 2, was in den nächsten 3-4 Jahren noch gebaut werden soll, nämlich Wikinger von Iberdrola, E.ON baut noch einen weiteren und Arcadis Ost soll noch gebaut werden in diesem Jahrzehnt. Also all das bleibt und wir haben immer nur geschaut, was geht hinten dran, damit dann nicht so ein industrieller Abriss passiert, sozusagen die Unternehmen auf einmal nichts mit zu tun haben, sondern es in den 20er Jahren weitergeht.
Weniger Offshore-Windparks könnte bedeuten, dass onshore mehr Anlagen entstehen, also auf dem Festland. Hier ist die fehlende Akzeptanz der Anlagen vor der eigenen Tür nach wie vor eine große Hürde. Carlo Schmidt vom Windprojekt sieht in der Bürgerbeteiligung aber eine Möglichkeit, die Akzeptanz zu erhöhen. Wir haben zwei konkrete Beispiele. Das eine ist der größte Bürgerwindpark in der Region, der Windpark Ravensberg-Krempin. Das ist die Gemeinde Kariner Land. Hier ist sowohl die Kommune selbst mit Kommanditist in einer GmbH und Co. KG als auch Bürger vor Ort. Und der Windpark ist jetzt 16 Jahre in Betrieb und die Gemeinde hat Einnahmen von über 100.000 Euro jährlich in ihrem Haushalt, der natürlich dazu beiträgt, eben wirklich vor Ort eine Stärkung der Infrastruktur und andere Dinge hinzubekommen. Und ein anderes Beispiel ist zum Beispiel der Windpark Basdorf. Das ist in Form einer GmbH und auch hier erhält die Gemeinde einen Anteil von 20% in der Betreibergesellschaft und das seit Jahren. Allen Akteuren ist klar, mehr denn je steht die Energiewende in MV an einem entscheidenden Punkt. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung bewertet den Fortschritt der Bundesländer jährlich in einem Ranking. Mecklenburg-Vorpommern belegte im Jahr 2014 den dritten Platz. Weil es sehr viel geschafft hat, gerade die Ansiedlung von Unternehmen hat hier sehr gut funktioniert. Der Ausbau der erneuerbaren Energien, es wurde Wertschöpfung geschaffen, auch viele Arbeitsplätze. Und das ist bundesweit sehr wichtig und man darf nicht vergessen, hier im Norden wird die Windenergie sehr wichtig sein, auch die Offshore-Windenergie als eine wichtige Energiequelle in der Zukunft, weil wir müssen die Energiewende bundesweit sehen und jedes Bundesland muss seinen Beitrag leisten. Und hier im Norden ist eben die Windenergie sehr wichtig und auch die Anbindung an andere nordeuropäische Staaten und auch in den Süden Deutschlands. Für die Wirtschaft ist der Windkraftausbau ein Wachstumsmotor, der von gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen und dem Willen zur Umsetzung abhängt, wie kaum ein anderer. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Jagst du den Alter? Wer kennt sie nicht? Die packende Geschichte um Dschungelkind Mowgli. Balu der Bär, Shere Khan und Ra treffen sich mit euch auf der Freilichtbühne in Schwerin am Samstag, dem 11. Juli um 16 Uhr. Inszeniert vom erfolgreichsten Kindermusicalmacher Deutschlands, Christian Berg. 5 tolle Darsteller in 20 atemberaubenden Rollen und Kostümen. Erlebt die packende Geschichte. Lasst euch überraschen und werdet ein Teil vom Dschungelbuch. Am Samstag, dem 11. Juli 2015 auf der Freilichtbühne Schwerin. Karten und Infos bekommt ihr auf www.mehrtickets.de. Online kaufen, zu Hause drucken. Kommen Sie mit auf eine musikalische Reise. Eine Reise zu den entferntesten Regionen. Die Entdeckung der Pole. Unter diesem Motto steht die 17. Klassiknacht des Rostocker Zoos. Erleben Sie unter dem Rostocker Sternenzelt in unmittelbarer Nachbarschaft von Eisbär und Pinguin Werke von Jean Sibelius und Edvard Grieg. Karten für dieses grandiose Event bekommen Sie unter mehrtickets.de, dein Ticketshop. Online kaufen, zu Hause drucken. mehrtickets.de. Das ist Paul und sein Hotel. Paul denkt viel nach. Im Moment vor allem über seinen Energieverbrauch. Da muss Beratung her. Ökoenergie, das ist die Lösung. Beratung, Analysen und Förderanträge. Die Stadtwerke Rostock wissen, wie es geht. Die Ökoenergiepartner besorgen den Einbau. So wird aus der alten Heizung ein neues, leistungsstarkes Blockheizkraftwerk. Kraft-Wärme-Kopplung heißt das Prinzip. Wenn Paul jetzt heizt, erzeugt er gleichzeitig Strom. Den Strom kann Paul selbst verbrauchen und verkaufen. Das spart so richtig. Und ökologisch ist das auch. Bei einem Wirkungsgrad von 90% verbraucht Paul viel weniger Energie. Mit Ökoenergie punktet Paul nicht nur bei der Umwelt, auch die Kunden sind begeistert. Rostock rockt am 24. und 25. Juli in der Hansestadt im Igerpark. Deichkind, Scooter,
Itchy Poops Kit und viele mehr auf der Bühne. Tickets gibt es bei mehrtickets.de. Online kaufen, zu Hause ausdrucken. mehrtickets.de. Verpasst nicht das Festival-Highlight des Jahres. Rostock rockt. Mit der Bäderbahn Molly von Kühlungsborn nach Heiligendamm zu fahren, ist gerade bei schönem Wetter ein ganz besonderes Erlebnis. Doch um noch mehr zu bieten, haben sich die Betreiber spezielle Angebote einfallen lassen. Auf geht's zu einer Schatzsuche. Die Bäderbahn Molly. Seit 1886 die vielleicht schönste Verbindung zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan. Jede Mitfahrt eine kleine Zeitreise und Eisenbahnromantik in Reinform quer durch die malerische Küstenlandschaft. Auf ihrem Status als rollendes Technikdenkmal wollten sich die Betreiber nicht ausruhen und erdachten sich viele verschiedene Molly-Abenteuer. Heute im Programm haben wir die Schatzsuche für unsere kleinen Gäste, ansonsten auch den Raubüberfall oder ein Orient-Express, sowie auch für die Älteren oder die es gerne machen möchten, eine Werkstattbesichtigung, dass man einfach mal hinter die Kulissen gucken kann. Die Schatzsuche beginnt in Kühlungsborn mit Oberschatzsucher Joe, abenteuerlustigen Helfern und natürlich einer richtigen Schatzkarte, zumindest einem Teil davon. Auf geht die Suche. Auf der Fahrt kann noch einmal durchgeschnauft werden, bevor es dann richtig losgeht. Die Spannung steigt. In Heiligendamm wartet Schatzsucherin Josie mit dem zweiten Kartenteil. Dieser führt die Gruppe zur Herz-Jesu-Kapelle. Aber wie geht es weiter? Naja, der Hund hat es gefunden, ausgebuddelt und dann haben wir uns für heute für den Tag verabredet. Weil wir sind ja von zwei verschiedenen Enden gekommen. Der eine von Doberan, der andere von Kühlungsborn. Haben gehofft, dass wir uns hier finden. Ja, und irgendwann muss man den ja suchen, ne? Also ob nur heute oder morgen. Heute. Heute. Habt ihr ihn? Oh, ich muss los. Mein Schatz, ich muss los. Die machen das ohne mich. Für die Kinder gibt es kein Halten. Sie sind voll dabei und rätseln fleißig mit. Verbirgt das Skelett einen weiteren Kartenteil? Die erwachsenen Begleiter haben ihre kleinen Schätze sowieso immer dabei und freuen sich stattdessen über den ungewöhnlichen Spaziergang durch das weltbekannte Ostseebad. Highlight natürlich. Gute Laune, lustige Kinder, die alle wunderbar mitmachen. Es ist so schön. Ne? Strand in Sicht. Wo, wenn nicht hier, könnte der Schatz vergraben sein? Mit vereinten Kräften ist es dann endlich geschafft. Natürlich wird brüderlich geteilt. Für die Kinder fand ich das ganz toll und wir sind übers Internet drauf gekommen, als wir die Seite von der Molly mal aufgerufen haben. Wir sind auf Kur hier, also ich mit meinen Kindern, und da wurde das ausgehangen und war schön. Also den Kindern hat es auf jeden Fall gefallen. War ein langer Weg, aber war schön. Wir haben Kurzurlaub jetzt hier gemacht in Kühlungsborn. Und ich habe im Internet geguckt, was jetzt so am Wochenende anliegt. Und da haben wir das gelesen mit der Schatzsuche. Und wir fanden das super. Also weil das mal ein Event war, wo die Kinder voll eingebunden wurden. Die waren total fasziniert. Das war ein Selbstgänger für sich sozusagen. Ja, toll. Also die Strecke fanden wir eigentlich ganz toll. Wie fandet ihr es? Schön. Schön. Und jeder schön. Hat was gefunden. Also. Wir fanden es toller als alles. Das Ende der aufregenden Schatzsuche ist der Anfang der entspannten Urlaubssaison, der in den Ostseebädern mit einem Sandburgen-Bauwettbewerb gefeiert wird. Welches Molly-Abenteuer für Sie in Frage kommt, können Sie auf www.molly-bahn.de nachlesen. Weiter geht es unter anderem mit dem Saisonstart in Graal-Müritz. Dies ist eines der Themen in unserem Blickpunkt MV. Oh.
Am Großstadtflughafen wird zum letzten Mal Hand angelegt. Extra aus Berlin angereist, zeigte die kleine Gruppe beim Sandbogenbauwettbewerb in Graal-Müritz, dass ihnen punkto Großbaustellen niemand etwas vormacht. Unglaubliche Sandmengen wurden bewegt und an alles gedacht. Der ist natürlich nicht eröffnet. Wir sehen ja auch noch das Absperrband. Wir mussten leider die Eröffnung ein bisschen verschieben. Also 2017 hoffen wir sind eigentlich ganz guter Dinge, aber schauen wir mal, warten wir mal ab. Und was für Chancen rechnen wir heute aus? Keine. 15 Teams wollten am Graal-Müritzer Ostseestrand ihre schönste Sandburg bauen. In 7 Ostseebädern waren es insgesamt ganze 114, die am zweiten großen Buddeln teilnahmen. 3 Stunden Zeit, um aus ganz viel Sand mit viel Fantasie die schönsten Skulpturen hervorzuzaubern. Cabrio, Weltwunder, Meerestiere. Zum Teil auch mit mehr oder weniger versteckter Botschaft. Die 3-köpfige Jury stand vor einer extrem schweren Entscheidung. Das Team der Organisatoren von der Tourismus und Kur GmbH errichtete kleine Weltwunder, um für Graal-Müritz zu werben. Denn die Saison hält viele Höhepunkte bereit. Also veranstaltungstechnisch, wenn wir jetzt uns größere Events anschauen, dann beginnt das jetzt schon im Mai mit unserem großen Rhododendron-Parkfest. Dann werden wir eine wunderbare Literaturwoche haben hier im Juni. Wir haben das Sommerfest der Wirtschaftlichen Vereinigung. Wir haben ein Seebrückenfest hier auf dem Ort, wo wir gerade stehen. Wir werden in diesem Jahr zum ersten Mal eine Märchennacht in den Park zaubern. Und wir bieten den Leuten was ganz Besonderes mit einem Yoga-Event im Juli. Über 4 Tage am Strand und im Park. Der Flughafen wurde zwar rechtzeitig fertig, verfehlte den Sieg aber knapp. Gewonnen haben den Sandbogenbauwettbewerb die Regionaltruppe des Arbeiter-Samariter-Bunds mit ihrem schicken Cabrio. Für alle, die sich ihre eigenen Monumente setzen wollen, sind die Ostseestrände ab sofort zum Buddeln und Baden freigegeben. MV1. Mein Land, mein Sender. Die persönliche Freiheit ist und bleibt das höchste Gut des Menschen, hat Konrad Adenauer im Jahr 1948 gesagt. Aus der völligen Abhängigkeit von den westlichen Alliierten, insbesondere von den USA, ist mit der Zeit eine kritische, manchmal feindliche Haltung geworden. Sind wir noch Freunde, war deshalb die Leitfrage, unter der die Konrad-Adenauer-Stiftung am Montag Interessierte ins Ludwig-Bölkow-Haus der IHK zu Schwerin zur Diskussion einlud. Natürlich darf man Amerikaner kritisieren, wie alle anderen Länder auch kann man Kritik üben. Aber es geht auch einfach darum, den Dialog wieder miteinander zu finden, weil eben auch viel Kritik geübt wurde, teilweise berechtigt, teilweise unberechtigt, und einfach mal hier diesen verschiedenen Fragen nachzugehen. Darum geht es heute. Ergebnis offen. Eine Umfrage vor der Podiumsdiskussion ergab, die Mehrheit der Anwesenden sieht eine gemeinsame Wertegemeinschaft mit den USA, aber auch steigenden Anti-Amerikanismus und dass wir unsere Aufgaben ohne die USA nicht meistern können. Trotzdem gibt es Unstimmigkeiten, sei es beim Freihandelsabkommen, dem Krieg gegen den Terror oder der Arbeit der Geheimdienste. Gerade was das angeht, seien die USA aber nicht so unbelehrbar, wie alle meinten. Wir haben uns ja sehr stark darüber geärgert, wie die Amerikaner mit unseren Daten umgehen, dass die NSA in Deutschland Daten abgreift. Das hat dazu geführt, dass es eine Diskussion im Kongress gab, die jetzt dazu führt, dass es ein neues Gesetz geben wird, welches die massenhafte Datenspeicherung eingrenzt und vor allem auch Europäern die Möglichkeit gibt, vor amerikanischen Gerichten zu klagen, wenn sie der Meinung sind, dass mit ihren Daten nicht rechtmäßig umgegangen wird. Eine Erkenntnis des Abends, das freiheitlich-demokratische Wertesystem sei eine wichtige Verbindung. Aber allein der Unterschied Freiheit vom Staat und Freiheit durch den Staat bringe Riesenunterschiede. Aber zum Glück kann man ja unter Freunden über so etwas ergebnisoffen diskutieren. MV1. Mein Land, mein Sender. Jahre Filmkunstfest MV. Was 1991 von ein paar norddeutschen Filmschaffenden aus der Taufe gehoben wurde, zählt nun zu den wichtigsten Filmfestivals der ostdeutschen Bundesländer.
das Gastland in diesem Jahr? Frankreich. Aus 488 Einreichungen werden in diesem Jahr 110 Filme gezeigt. Ganze 19 Filme wurden in Kooperation mit dem Norddeutschen Rundfunk in Mecklenburg-Vorpommern gedreht. Das Filmland MV wird immer beliebter. Derzeit finden hier so viele Filmproduktionen statt wie noch nie. Welche Filme aber letzten Endes eine Auszeichnung erhalten, die Frage steht noch aus. Die Jury ist hochkarätig. Sie wurde vom Filmkritiker Knut Elstermann mit einer klassischen Berlinale-Jury verglichen. Im Spielfilmressort werden Ulrike Krumbiegel, Heike Makatsch, Peter Rommel, Hans-Christian Schmid und Rainer Simon entscheiden, welche Filmemacher den begehrten Ochsen mit nach Hause nehmen dürfen. Und dann haben natürlich tolle Gäste auch zu Besuch. Ja? Also Heiner Lauterbach kommt morgen schon mit seinem Film Frauen. Dann Heike Makatsch, der auch in der Jury ist, stellt hier einen Film About a Girl vor. Dann haben wir Alice Dwyer da, die hier einen Film vorstellt. Wir haben Dani Levy da mit einer Weltpremiere seines neuen Films. Also das ist ein tolles Programm, finde ich, also um mir selber mal auf die Schulter zu klopfen. Otto Sander, Michael Gwistek, Mario Adorf und jetzt Drehbuchautor Wolfgang Kohlhase. Er wird in diesem Jahr mit dem Ehrenpreis, dem Goldenen Ochsen, ausgezeichnet. Kohlhase gilt als einer der wichtigsten Autoren der deutschen Filmgeschichte. Er schrieb unter anderem die Bücher vom Hauptmann von Köpenick, Solo Sani oder zuletzt für Andreas Dresen, Als wir träumten. Am Eröffnungstag wurde der Wir-Vielfaltspreis durch die überparteiliche Initiative Wir-Erfolg braucht Vielfalt vergeben. Sie setzt sich für gesellschaftliches Engagement und gegen Rassismus ein. Der mit 1000 Euro dotierte Preis geht an eine Geschichte aus der Region, die erst 22 Jahre später ihren Weg auf die Leinwand geschafft hat. Wir sind jung, wir sind stark. In diesem Film dreht sich alles um die Geschehnisse, um die Anschläge gegen das Rostocker Sonnenblumenhaus im Jahre 1992. Heute wurde es so schön auf der Bühne zitiert, Filme sind nicht dafür da, um Antworten zu liefern, sondern um Fragen zu stellen und Menschen nachdenklich zu machen und die Menschen aus dem Kino zu entlassen. Mit neuen Bildern und mit neuen Ideen und tatsächlich mit mehr Fragen. Über 15.000 Zuschauer sind in diesem Jahr zum 25. Filmkunstfest wieder zu erwarten. Die Jury hochkarätig. Die Filme Spitzenniveau. Bis zum 10. Mai können alle Interessierten sich die 110 Filme inklusive 10 Premieren im Filmpalast Kapitol anschauen. MV1 Mein Land, mein Sender. Es soll nach mehr als 15 Jahren Abstinenz endlich wieder ein Jedermann-Radrennen in der Landeshauptstadt geben. Extremsportler und Eventmanager Michael Kruse und Uwe Meinke, Präsident des Radsportverbandes MV, haben das Großevent ins Rollen gebracht. Am 27. September wird es stattfinden und soll 500 bis 800 Radler anlocken. Zwei Strecken, 47 und 100 Kilometer lang, werden um die Schweriner Seen führen. Und wie der Name schon sagt, soll es wirklich für jedermann attraktiv sein, nicht nur für Radrennfahrer. Die beiden Initiatoren sind sich sicher, dass das Rennen in der Landeshauptstadt ein voller Erfolg wird. Die Anfragen waren eigentlich enorm. Warum machen wir in der Landeshauptstadt Schwerin kein Radrennen? Wir müssen nach Berlin fahren, müssen nach Hamburg fahren. Also viele Interessenten, die irgendwann mal gesagt haben, schade, dass hier in Schwerin nichts passiert. Und dann war für uns Herzblut, wir versuchen einfach mal in Schwerin das Radrennen wieder ins Leben zu rufen. Ich habe so viele Rückfragen oder Anfragen schon für dieses Rennen, dass ich einfach sagen kann, das kann einfach nur ein Erfolg werden. Weil wir sprechen ja nicht nur Rennsportler an, sondern auch Hobbyfahrer. Wir sprechen Elektrofahrer an, mit Elektrofahrrad, mit Mountainbike, mit den normalen Hollandrädern. Es kann jeder kommen und teilnehmen. Start und Ziel sollen im Alten Garten sein, also in bester Kulisse. Für die hoffentlich zahlreichen Zuschauer ist ein Rahmenprogramm geplant. Neben Oberbürgermeisterin Angelika Gramko versprach auch die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin und die AOK Nordost Unterstützung. Viele städtische und private Unternehmen konnten bereits als Partner gewonnen werden. MV1 Mein Land, mein Sender. Das Penthouse der Strandresidenz Kühlungsborn ist die beste Ferienwohnung Deutschlands. Diese Auszeichnung nahm Silvia Brettschneider, die Präsidentin des Tourismusverbandes MV, am Donnerstag vor. In der Klassifizierung des Deutschen Tourismusverbandes erreichte es mit 1.305 Punkten den höchsten Punktestand in der Kategorie 5 Sterne.
Ganze 180 Kriterien nahmen die Prüfer unter die Lupe. Schon zum dritten Mal ist die Strandresidenz auf Platz 1. Ständig wurden Ausstattung und Service verbessert. Whirlpool, WLAN und Sauna sind ebenso selbstverständlich wie der Ostseeblick. Von 4.589 zertifizierten Ferienwohnungen und Häusern in Mecklenburg-Vorpommern erhielten 653 5 Sterne. Mehr als 300 Kilometer, über 3.000 Teilnehmer im vergangenen Jahr. 7 Versorgungspunkte entlang einer der schönsten Naturstrecken Deutschlands in einer einzigartigen Seenlandschaft. Am 29. Mai 2015 startet die 2. Mecklenburger Seenrunde, das größte Radevent in Mecklenburg-Vorpommern. Die AOK Nordost und ihr Team sind auch 2015 mit dabei. Macht mit und kommt zur Mecklenburger Seenrunde 2015. Starte jetzt gesund in eine aktive Zukunft. Wir unterstützen dich dabei mit dem AOK Gesundheitskonto und dem AOK Sportpaket Lauf und Fitness. AOK Nordost, die Gesundheitskasse. Wir sind da, wenn's drauf ankommt. Das ist Rostock, die schönste Stadt im Norden. Und das ist der Rostock Shop im Ostseepark. Hier bekommen Sie alles rund um das Thema Rostock. Hochwertige Kleidung, modisch designt. Rostock Shop. Zeig, wo du gern bist. www.rostockshop.de. Usedom bekommt einen neuen Stromanschluss. Der Energienetzbetreiber EDIS lässt die 110 Kilovolt Leitungen samt Masten auswechseln. Und das haben wir uns mal vor Ort etwas näher angeschaut. Es ist eines der größten Bauvorhaben des Energiedienstleisters EDIS in Mecklenburg-Vorpommern. Die 110 Kilovolt Hochspannungsleitung von Greifswald bis auf die Insel Usedom sowie die Leitung zwischen Lubmin und Wolgast werden komplett erneuert. In der Zieseniederung befindet sich eine der aktuellen Baustellen. Etliche Masten wurden im Winter bereits getauscht und weitere folgen, insgesamt 155 auf einer Länge von mehr als 42 Kilometern. Bis 1990 versorgte das Kernkraftwerk Lubmin sternförmig sein Umland. Jetzt, in Zeiten der Energiewende, wird der Strom auch auf der Sonneninsel Usedom produziert. Die Leitung erfüllt eine Doppelfunktion. Sie ist von essentieller Bedeutung für die Versorgung, aber, und das ist neu in den letzten Jahren dazugekommen, auch für die Entsorgung. Wir haben hier sehr viele Erzeugungsanlagen, in erster Linie Windkraftanlagen, aber auch Photovoltaikanlagen. Und diese Energie, zum Beispiel am heutigen Tag, wir haben hier heute guten Wind und die Sonne scheint, da wird hier wesentlich mehr Energie produziert, als hier in der Region verbraucht wird. Und diesen Strom führen wir über diese Leitungen in Zukunft ab. Eines ist klar, die Bewohner sollen auf den Strom während der Bauarbeiten keinesfalls verzichten. Deshalb wird mit einem Provisorium gearbeitet. Die Leitung wird auf die Kerzen genannten, eigens aufgestellten Masten umgelegt. Dann wird der alte Mast ab und der neue aus Einzelteilen wieder aufgebaut. Der Abzweig nach Lubmin ist beinahe fertig. Die Ständer der provisorischen Versorgung sind noch zu sehen. Die Schwenkung auf die Hauptleitung, auf den Abzweig hat stattgefunden. Und jetzt wurde auch die Verbindung zur Hauptleitung realisiert. Der letzte Arbeitsschritt ist die Montage der sogenannten Steilverbindungen. Und dann ist der Stromschluss zwischen Hauptleitung und Abzweig nach Lubmin wieder hergestellt. Das Bauvorhaben wird stark von Umwelt- und Naturschutzauflagen beeinflusst, vor allem durch europäische Verordnungen für Vogel- und Naturschutzgebiete und Flora-Fauna-Habitate.
Im Sommer zur Brutzeit von Kiebitzen, Feldlerchen und Co. darf hier nicht gebaut werden. Und rund um die Masten wurden Maßnahmen zum Schutz von Reptilien getroffen. Unter anderem die Zauneidechse ist eine seltene Art und lebt hier in diesen sandigen Bereichen, wo am Kiefernwaldrand es sehr trocken und warm ist. Da lebt die Zauneidechse und sie sollte in solchen Vorhaben geschützt werden, damit sie nicht durch die Baumaschinen und so überfahren wird. Und auch Amphibien, also Frösche und Kröten, die hier durchwandern, dafür werden Zäune aufgestellt und die Tiere wandern entlang, fallen in diese Eimer hinein und morgens und abends werden diese Eimer entleert, die Tiere werden herausgesammelt und hinübergebracht auf die andere Seite der Baustelle. Glücklicherweise bot der milde Winter mehr als genug Gelegenheit, die Arbeiten voranzutreiben. Bis 2017 soll die Leitung komplett erneuert sein. 16 Millionen Euro investiert EDIS dafür. Aus den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts stammen die alten Masten und Leitungen. Die neuen sollen mindestens ebenso lange halten. MV1. Mein Land, mein Sender. Korallen, Seenelken, spektakuläre Riffe. Wer denkt, so etwas gibt es nur auf der anderen Seite des Globus, der irrt. Mit der Sonderausstellung Eingetaucht – Vielfalt in unseren Meeren zeigt das Naturerlebniszentrum Myrizeum, dass auch in Nord- und Ostsee eine extrem abwechslungsreiche und wunderschöne Unterwasserwelt existiert. In Kooperation mit dem BUND werden eindrucksvolle Fotografien der unglaublich artenreichen, aber auch bedrohten Lebensräume präsentiert. Überfischung, Abfälle, der Klimawandel und Rohstoffabbau gefährden das Ökosystem, aber auch an Schutzmaßnahmen wird ständig gefeilt. Egal, ob Sie abtauchen, durch geheimnisvolle Wälder streifen, vielfältige Wiesenwelten erkunden oder eine der vielen Sonderausstellungen besuchen möchten, das Haus der tausend Seen ist bei jedem Wetter einen Ausflug wert. Ihre Spenden machen das Meer sicherer. Spenden Sie jetzt und helfen Sie, Leben zu schützen. www.seenotretter.de. Danke. Der Strand lockt und Sie hören das Meer schon fast rauschen? So kurz vor dem Ziel soll Ihnen natürlich nicht noch zähflüssiger Verkehr die Urlaubslaune vermiesen. Kein Problem ist dies mit einem der modernsten Straßentunnel in Deutschland. Dem Warnow-Tunnel, Ihrer schnellen Verbindung in Rostock. Und der Warnow-Tunnel verbindet nicht nur einfach die beiden Ufer der Warnow in der Hansestadt, sondern er bringt Sie schnell, sicher, bequem und günstig an die Ostseeküste und nach Warnemünde. Fahren statt warten also für alle Urlauber, aber auch für alle von hier. Sparen Sie also Zeit für die wirklich schönen Momente des Urlaubs. Und der Umwelt tun Sie dabei auch noch etwas Gutes. Der Warnow-Tunnel, die Abkürzung in Rostock. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe Ihres MV1-Magazins. Mal wieder präsentiert aus der Mecklenburgischen Seenplatte. Heute befinden wir uns ganz konkret in der Nähe eines kleinen Ortes namens Großvielen. Gelegen zwischen Neubrandenburg und Wahren-Müritz und überall hier in der Region, wo es Rapsfelder gibt, bietet sich einem dieses wunderschöne Bild, wie es hinter mir zu sehen ist. Ja, und das erwartet Sie heute in dieser Ausgabe.